Hallo ihr Lieben, ich möchte euch einladen zu einem ganz besonderen inneren Kind-Tag, den ich so auch noch nie gemacht habe. Aber wir lernen ja alle dazu und da freue ich mich sehr drauf. Und zwar am 27.02. Das war mir ganz wichtig, dass es dieser Termin ist, denn da ist der Vollmond in der Jungfrau. Bekommst du über den Frankfurter Ring einen Online-Kurs, ein Online-Seminar, den ganzen Tag von 10 bis 18 Uhr. Machen natürlich eine Pause dazwischen. Und es geht um die Heilung deines inneren Kindes. Wo auch immer du stehst, ob du dich gerade erst anfängst damit zu befassen oder ob du ganz spezielle Fragen an mich hast. Ich bin da, ich bin präsent, ich bin ansprechbar und wir werden darüber sprechen, was ist denn dieses innere Kind eigentlich? Warum ist es so wichtig? Das wird aber nur ein kleiner Teil sein. Ein sehr großer Teil wird sein, dass wir Meditationen miteinander machen, dass wir schauen, wo stehen wir denn in Bezug auf unser inneres Kind. Und auch wenn du schon ganz, ganz viel gemacht hast, wenn dich das hier anspricht, dann gibt es einen Teil in dir, der noch nicht gesehen wurde, der vielleicht überhaupt jetzt erst präsent wird. Denn wir sind im Übergang in die neue Zeit. Das wissen wir unterdessen alle, wie auch immer wir das nennen. Und es kann sehr, sehr gut sein, dass es einfach Anteile gibt, die sich überhaupt jetzt erst zeigen, weil die sagen, ich muss auch noch was kriegen oder nochmal gesehen werden. Also wir werden das Ganze sehr intuitiv gestalten und ich werde immer gefragt bei meinen Seminaren, ja, ist das was für mich? Und ich gebe immer die gleiche Antwort und die kriegst du jetzt auch auf deine Frage, ja, ist das was für mich? Wenn du kommst, wenn du dich anmeldest, ist das hundertprozentig was für dich, denn dann spielt deine Energie, deine Fragen, dein Feld, sag ich mal, spielt dann eine Rolle. Ich bin sehr, sehr intuitiv. Ich bin Fischer, Aszendent, Krebs und es ist Vollmond in der Jungfrau. Das heißt, es geht darum, dass sich die Dinge jetzt auf die Weise ordnen, die für dich innerlich stimmig ist. Stell es mal ein bisschen vor, als wäre dein Inneres wie so eine Familienaufstellung zum Beispiel. Und wenn es da noch Anteile gibt, die an den falschen Plätzen stehen, zum Beispiel sogar in den Systemen von anderen Leuten, dann ist der Vollmond in der Jungfrau der ideale Zeitpunkt, um dein System innerlich zu ordnen. Das heißt, du kannst dich auch darauf verlassen, dass die Anteile in dir, die noch geordnet werden wollen, heißt, die an ihren richtigen Platz wollen, da wo sie ganz entspannt, ganz frei, einfach sie selbst sein können und in ihrer eigenen Kraft wirken, was immer dann eben ihre eigene Kraft auch sein mag. Wenn du das Gefühl hast, da ist was in dir noch nicht ganz am Platz, dann komm. Wie gesagt, ich bin Fischer, Aszendent, Krebs. Ich bin sehr, sehr intuitiv. Damit meine ich, deine Energie bestimmt dann das Feld des Seminares, in dem ich arbeite. Und wenn du nicht kommst, bestimmt deine Energie das Feld halt nicht und dann wird es ein anderes Seminar. Ja? Das heißt, wenn es dich irgendwie ruft, dann geh nicht so sehr in den Kopf und geh nicht so sehr, welche Themen habe ich denn und das habe ich doch schon gemacht und so, sondern spüre, ja, da ist was Wichtiges für mich an dem Tag, da gehe ich hin. Oder du spürst eben, nee, an diesem Tag nicht, dafür gibt es mit Sicherheit was anderes von mir oder vom Frankfurter Ring oder überhaupt, das dich anzieht. Also ihr Lieben, online, 10 bis 18 Uhr, klingt sehr lange. Aber weißt du, ob du in einem Raum mit 20 Leuten sitzt oder 40 oder gemütlich in deinem Wohnzimmer und mir zuschaust und dir zwischendurch einen Kaffee holen kannst, hat ja auch seine Qualitäten, muss ich ehrlich sagen. Und natürlich machen wir auch eine Pause und das Ganze wird auch aufgezeichnet. Das heißt, wenn du sagst, ich würde gern mitmachen, Susanne, ich kann aber nur einen halben Tag, na dann kommst du halt einen halben Tag und guckst dir den Rest dann später an. So, ich glaube, ich habe alles gesagt. Der Rest wird in der Beschreibung stehen, Kosten und so weiter, Anmeldungslink, bla bla. Inneres Kind, deine innere Ordnung im positivsten Sinn. Ja? Mein Bruder hat den Mond in der Jungfrau und deshalb weiß ich das so genau. Beim Mond in der Jungfrau geht es darum, als wärst du innerlich wie so ein Mobile, ja? Deine verschiedenen Anteile sind wie ein Mobile und die sind natürlich im Gleichgewicht. Ein Mobile ist immer im Gleichgewicht, ja? Das kann aber sehr gut sein, dass das Mobile völlig schepp hängt.
oder dass da ein Anteil fehlt oder dass du merkst, wow, in meinem Mobile, da hängen ja irgendwie, was weiß ich, dein Mobile ist vielleicht aus Schmetterlingen, da hängen ja, keine Ahnung, jetzt, entschuldige bitte, Kartoffelkäfer drin, die das Gleichgewicht stören und die da überhaupt nichts drin zu suchen haben. Oder auch andersrum, du merkst, es ist ein Schmetterlingsmobile, einige Anteile sind aber vielleicht noch verpuppt, auch gut, oder einige Anteile fehlen. Dann ist es trotzdem im Gleichgewicht. Ein Mobile ist immer im Gleichgewicht. Es sieht aber halt ziemlich, also für einen Mond in der Jungfrau, der würde dann hingucken, würde sagen, okay, da geht noch was. Ne? Und das, was da noch geht, in deiner inneren Ordnung, in deinem inneren Gleichgewicht, hat mit hundertprozentiger Sicherheit was mit dem inneren Kind zu tun, denn das ist die Basis für alles. Hm? So, ihr Lieben, ich glaube, ich habe genug darüber erzählt. Weißt du, ich kann dir erzählen, was du willst. Du spürst. Yes oder no. Du weißt, ja, da ruft mich was, ich weiß nicht, was es ist, irgendwas hat sie gesagt, ich kann es nicht genau sagen, da will ich hin. Oder du sagst, das klingt alles toll, aber weißt du, Susanne, na gut, okay, dann ein anderes Mal, ihr Lieben, und darauf freue ich mich dann. Also, 27.02. Vollmond in der Jungfrau. Wir werden natürlich auch darauf dann eingehen und die Energien damit reinnehmen. Für mich ist es ein ganz besonderer Tag, weil ich am nächsten Tag Geburtstag habe und die 55 hinter mir lasse. Die 55, finde ich, ist eine super, super Zahl, aber es ist eben auch die Zahl von totaler Befreiung und das geht manchmal auch gegen den eigenen Willen. Ja? Also insofern bin ich ganz froh, wenn ich dann die 56 bekomme mit der 11. begleitet mich an meinem letzten Tag in der 55, Befreiung im Vollmond in der Jungfrau, hin zu deinem inneren Kind. Andersrum, ich begleite dich hin zu deinem inneren Kind mit meiner ganzen Kraft. Ich freue mich sehr auf euch, ihr Lieben. Und ich freue mich wirklich, ich kann es gar nicht sagen, ich freue mich wirklich ernsthaft. Hier dürft ihr mich dann treffen, hier wahrscheinlich wird die ein oder andere Katze auch mal durchs Bild laufen. Und wir sehen uns dann bis, wann ist das? Samstag in der Woche. Bis Samstag in der Woche. Also, wann immer du das guckst, bis zum 27. So will ich es mal sagen.